unsere Referentinnen und Referenten herzlich begrüßen. Und wir starten diesen Abend jeweils mit kurzen Inputs aus Expertinnen-Sicht und darf Sie, Herr Dr. Lambrecht, ersuchen, damit zu starten. Bitte schön. Vielen Dank. Ich möchte mich vorab sehr herzlich für die Einladung bedanken und werde nun versuchen, in wenigen Minuten einen Input aus medizinischer Sicht zu geben und dann hoffentlich im Anschluss für Ihre Fragen zur Verfügung stehen können. Sie werden sich erinnern, wir haben im Frühjahr diesen Jahres eine sehr schwierige Situation erlebt. Die Virusinfektion hat uns nicht ganz unvorbereitet, aber doch überraschend getroffen. Damals war die sogenannte Basisreproduktionszahl, das ist die Anzahl der Personen, die ein Infizierter weiter ansteckt, am Anfang bei über 3. Und so musste dann im März eine sehr drastische Maßnahme, nämlich ein Lockdown, Platz greifen, um in der Folge wieder eine Abnahme dieser Basisreproduktionszahl zu erreichen. Tatsächlich haben wir Anfang April dann die magische Grenze von 1 unterschritten. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat ein Erkrankter weniger als eine weitere Person angesteckt. Im Durchschnitt versteht sich. Und es ist also damit zu einem deutlichen Rückgang der Erkrankungszahlen gekommen. Wir haben uns in der Folge einige Lockerungsmaßnahmen wieder erlauben dürfen. Geschäfte haben wieder geöffnet. Es wurden wieder Veranstaltungen zugelassen. Die Besuchsregelungen in den Spitälern wurden wieder etwas gelockert. Und der Mund-Nasen-Schutz musste nicht mehr allenorts verwendet werden. Wir haben in diesem Frühjahr aber nicht nur gehandelt, wir haben die Situation auch beobachtet. Und so haben wir zum Beispiel gelernt, dass in Oberösterreich, aber auch in ganz Österreich unter jetzt Einbeziehung der Informationen, die wir über unser Gesundheitssystem haben und die wir über die Bevölkerungszusammensetzung in Österreich haben, von der Altersstruktur her, dass etwa 10% der positiv Getesteten dann auch tatsächlich medizinische Hilfe in einem Ausmaß beanspruchen, dass es zu einer Krankenhausbehandlung kommt. Man kann das sehr gut ablesen an den Zahlen Anfang April. Am 3.4. waren 11.129 Menschen in Österreich positiv getestet und es haben sich 1.074 Personen in Krankenhausbehandlung befunden, also rund 10%. Und von jenen, die sich in Krankenhausbehandlung befunden haben, von diesen etwas über 1.000, mussten 245 Personen auf einer Intensivstation behandelt werden. Das heißt, wir haben auch ein Gefühl dafür bekommen, bei wie vielen ist die Erkrankung ernst, bei wie vielen ist sie sehr ernst. Und wir haben auch feststellen dürfen, dass Gott sei Dank bei der überwiegenden Zahl der Betroffenen nur sehr leichte, ja in einigen Fällen sogar asymptomatische Verläufe vorherrschen. Jetzt im Moment sehen wir ja wieder etwas steigende Zahlen. Jetzt ist die Hospitalisierungsquote sogar etwas niedriger. Stand heute Nachmittag sind es 529 in Oberösterreich als aktuell erkrankte Personen und davon befinden sich nur 28 in Spitalsbehandlung. Also wir liegen bei rund 5%, nicht bei 10% wie im Frühjahr. Das ist wahrscheinlich der Altersstruktur der momentan Betroffenen geschuldet. Österreichweit ist der Prozentsatz ein bisschen höher, sind über 80 Personen, die momentan österreichweit in Spitälern behandelt werden. Wir haben uns bei der Gelegenheit aber auch mit dem Gesundheitssystem beschäftigt. Wir haben feststellen dürfen, dass Österreich ein gutes Gesundheitssystem hat und auch sehr viele Intensivbetten zur Verfügung hat, die es in einem Ernst- oder Notfall dann auch zu nutzen möglich wäre. Wir haben hier nach Deutschland in Europa die zweithöchste Zahl an Intensivbetten. Pro 100.000 Einwohner stehen in Österreich 29 Intensivbetten zur Verfügung. In Deutschland sind es 33, in Italien sind es nur 8,6. Das sind also doch erhebliche Unterschiede, die wir beobachten konnten, die wir nun auch für kommende Monate zu nutzen wissen werden und auf die wir uns ein bisschen verlassen dürfen. Der bisherige Kurs war sicherlich in vielen Bereichen einschneidend, für viele Menschen auch sehr schwierig. Er war zumindest im Hinblick auf Todesfälle aber ein sehr guter Weg. Wir haben erfreulicherweise nur wenige Todesfälle, die auf Covid-19 zurückgeführt werden müssen. Pro 1 Million Einwohner sind das in Österreich derzeit 79. In Deutschland sind es 109.
In Schweden sind es 541. Das heißt, der Weg, der hier eingeschlagen wurde, mit durchaus Maßnahmen, die zu einem Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Veranstaltungen absagen, geführt haben, haben Wirkung gezeigt und haben bisher schlimmere Auswüchse verhindert. Es war aber auch allen klar, dass so ein Zustand nicht auf Dauer durchzuhalten ist, dass das gesellschaftliche Leben, dass das wirtschaftliche Leben weitergehen muss, dass die Schule unendlich wichtig ist. Und daher war klar, dass wenn diese Öffnungsschritte gesetzt werden, dass es auch wieder zu einer höheren Frequenz von Kontakten und damit auch wieder zu mehr Infektionsfällen kommen wird. Die Europäische Union hat schon in der ersten Hälfte des Monats Juni eine Prognose abgegeben, und zwar das Zentrum für Krankheitskontrolle, der European Center for Disease Control, wie das heißt. Und in dieser Prognose war bereits Anfang Juni für den Monat Juli ein ganz starker Anstieg an Infektionszahlen wieder erkennbar, mit einer zwar damals noch großen Schwankungsbreite, weil man ja nicht wusste, wo welche Maßnahmen wie eingehalten werden. Aber im schlechtesten Fall haben diese Prognosen angedeutet, dass man im Juli wieder Neuerkrankungsraten haben könnte wie im April. Und allzu weit hergeholt war das nicht. Oberösterreich hat dann gesehen, was ein oder zwei Cluster durchaus bewirken können. Wir haben einen starken Anstieg gesehen von Ende Juni bis jetzt in die letzten Tage hinein. Und wir haben jetzt am Höhepunkt wieder mehr als 550 Fälle gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, am Höhepunkt hatten wir in Oberösterreich 1350 Fälle. Insofern ist das schon ein erheblicher Anstieg, den wir da erlebt haben. Und wir haben im Juni vergleichsweise kaum Aktivität gesehen. Der tiefste Punkt war am 3. Juni. Da gab es in Oberösterreich nur 17 Personen, die als erkrankt gemeldet waren. Das heißt, wir sehen schon, dass dieses Virus jetzt nicht empfindlich ist auf UV-Licht oder auf Wärme, dass es nicht von selbst einfach verschwunden ist, weil Sommer geworden ist und weil sich Menschen wieder mehr im Freien aufhalten, sondern dieses Virus ist unter uns. Wenn es mehr Kontakte gibt, gibt es mehr Übertragungsmöglichkeiten und in der Folge auch mehr Erkrankte. Aber wir haben ein bisschen besser gelernt, mit dieser Erkrankung zu arbeiten und zu leben und haben wohl auch ein paar Rezepte jetzt zur Hand, die wir für die kommenden Monate, vor allem für den Herbst, brauchen werden. Die ganz großen Herausforderungen, die ich sehe, sind einerseits die Grenzöffnungen mit dem Urlaubsverkehr, die dieses Kontaktmanagement, wir nennen das Kontakttracing, natürlich etwas erschweren, wo es nicht mehr so einfach ist, jeden Fall nachzugehen und alle Kontakte einwandfrei zu identifizieren. Eine gewisse Müdigkeit beim Abstand halten und beim Mund-Nasen-Schutz tragen, weil das für viele eine mühselige Belastung ist und gerade jetzt in den Sommermonaten, wo die Temperaturen höher sind, natürlich nicht einfach ist, schon gar nicht stundenlang an einem Arbeitsplatz. Dann sehen wir die Herausforderung im kommenden Herbst und Winter, vor allem in der Koinzidenz von Atemwegsinfekten, die im Herbst, Winter immer häufiger auftreten und ähnliche Symptome machen können wie Covid-19. Vor allem aber die Koinzidenz von der echten Grippe, die typischerweise in den Monaten Jänner, Februar, März unser Land belastet. Und dann natürlich die Tatsache, die wir als Mediziner eingestehen müssen, dass wir zwar ein bisschen was gelernt haben über diese Erkrankung und über Behandlungsmöglichkeiten, dass wir aber weder eine Schutzimpfung jetzt zur Hand haben und wohl auch nicht mehr in diesem Kalenderjahr, und dass wir auch kein zugelassenes, für jeden Patienten verlässlich wirksames Medikament haben, sondern dass wir in einem fortgeschrittenen Experimentierstadium sind, wo wir wohl einiges über einzelne Präparate gelernt haben, manche heute nicht mehr einsetzen würden und andere bevorzugt einsetzen. Aber von einem Allheilmittel sind wir weit weg. Also wir sind nicht in der Lage zu sagen, jenen, die tatsächlich schwer erkranken, auch wenn es nur wenige Prozent sind, können wir verlässlich mit einem Medikament helfen. Und daher ist das derzeit wirksamste Medikament die Vorbeugung. Und Vorbeugung eben im Sinne von Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Händehygiene und unnötige Kontakte nach Möglichkeit reduzieren, weil sich damit auch Übertragungen reduzieren lassen und in der Folge Infektionen und auch einzelne schwere Verläufe. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Lambrecht, für diese Einblicke. Ich darf gleich überleiten zu Christine Hintermeier. Als Bereichsleitung der Caritas Socialis gibt es sicher etliche Erfahrungen der letzten Monate. Und da darf ich dich ersuchen um deinen Input. Ja, in der Betreuung zu Hause hat es uns etwas anders getroffen wie jetzt im stationären Bereich. Im stationären Bereich wurden ja auch die Besuchsbeschränkungen ausgesprochen. Es wurden die Häuser im Endeffekt zugemacht, die Kontakte heruntergefahren und nur vereinzelt ermöglicht. Das, was wir in der Betreuung zu Hause haben, ist im Endeffekt, wir, die Mitarbeiterinnen gehen in den Haushalt. Und das heißt, die sind wirklich tagtäglich unterwegs und sind halt dann entsprechend den Gefahren, Infektionsgefahren ausgesetzt, was besonders in Wien natürlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach ein Thema ist. Das heißt, sie sind wirklich den ganzen Tag mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Und das hat am Anfang schon, hat es natürlich diverse Verunsicherungen gegeben, weil noch nicht klar war, was schützt denn jetzt wirklich, wie sind die Hygienemaßnahmen, wie kann ich das einhalten, wie viel Material stellt mir die Firma zur Verfügung. Jetzt sind wir eigentlich in einem Status, das würde ich so unter dem Motto beschreiben, aus der Krise in den Alltag, und wir lassen uns nicht von der Krise bestimmen, weil also die ersten 5 Wochen waren nur Covid. Man ist zu nichts anderem gekommen. Das ist natürlich fatal für die Weiterentwicklung und für den Alltag, wie dann die Infektionen oder die Verdachtsfälle abgenommen haben, haben wir dann angefangen, wieder Dinge zu starten, wie kleine Teambesprechungen, Mitarbeitergespräche zu führen, weil das größte Thema war bei uns wirklich diese Not an Kommunikation und sozialen Kontakten bei den Mitarbeitern. Und das ist wirklich ganz schwierig, auch wenn man jetzt über Telefon verkehrt oder wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, auch digital zu kommunizieren, also über Zoom oder über Mails, was ja viele andere nicht konnten, ist trotzdem dieses Reden können, auch die Ängste aussprechen können, auch diese Unsicherheiten miteinander zu ertragen, weil jetzt gibt es diese Verordnung, jetzt gibt es dann wieder eine andere Verordnung, dann hat der das gesagt und der hat wieder was anderes gesagt. Da auch eine Sicherheit aufzubauen im Arbeitsalltag war durchaus eine Herausforderung und wird es auch weiter bleiben. Das, was uns auch beschäftigt, auch auf Zukunft hin im Herbst, das ist vielleicht manchen gar nicht so klar, aber die Schulen, nicht nur die Schulen der Pflicht, die Pflichtschulen oder die Unis haben zugesperrt, sondern natürlich auch die Ausbildungsstätten für die Pflegeberufe. Und wir haben ja einen hohen Personalbedarf, ich nenne es nicht Mangel, aber wir haben einen Personalbedarf, der natürlich durch das Aussetzen der Ausbildungseinrichtungen, auch durch das Absagen von Praktikas jetzt in den Pflegeheimen oder auch jetzt bei uns im mobilen Bereich dazu geführt hat, dass sich alles verzögert und das dringend benötigte Personal einfach viel später fertig wird. Ja. Und dann ist halt auch noch die Frage, ob Menschen sich jetzt auch trotz aller Anerkennung und Wertschätzung in den Medien sich auch dem stellen wollen, weil wenn ich diesen Beruf ergreife, dann habe ich halt auch ein Risiko. Und das ist in diesen letzten Monaten schon ziemlich deutlich geworden, dass halt Krankenpflege jetzt nicht nur die normale Pflege ist, sondern da gibt es ja auch Gefahren. Das war ja in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, detto. Also jeder hatte dann die Angst, also was ist denn, wenn ich jetzt wirklich einen Covid-19 erkrankten Menschen betreue und was hat das für Konsequenzen für mich und meine Familie? Das, was wir gelernt haben und wo wir, glaube ich, fit sind für den Herbst, ist, das nenne ich das Motto, die Struktur hilft weiter. Es war ja auch für uns als Einrichtung ein ziemliches Hineinkommen auch notwendig in diese ganzen bürokratischen Vorgänge, weil die Gesundheitsbehörden waren ja auch nicht alle so fit. Oder haben auch nicht genau gewusst, wie machen sie denn das mit der Erfassung der Verdachtsfälle, der Kontaktpersonen etc.
Da, glaube ich, funktioniert das System jetzt ganz gut. Wir haben ja in Wien auch ein Staff-Testing installiert von der MA 70 und MA 15, was wirklich weiterhilft, und auch die ganzen Hygienematerialien, wo es jetzt auch eine zentrale Vergabe gibt, wo man auch den Bedarf melden kann. Also ich denke, da sind wir gut ausgerüstet und ausgestattet in Wien, damit wir eine nächste Welle gut überstehen können. Was jetzt dazu kommt, ist auch so diesen ressourcenschonenden Umgang mit den Materialien, die Mitarbeiter darauf zu schulen, weil die Maske ist nicht das Allheilmittel, sondern ich sage immer, Abstand halten ist das Wichtigste und Hände waschen und desinfizieren. Die Maske ist halt ein Teil davon, wenn ich jetzt in näheren Kontakt bin, aber das ist nicht das allein glückselig machende oder schützende Mittel. Das ist so in den Köpfen drinnen. Die Mitarbeiter haben am Anfang gesagt, sie haben keine Masken und deshalb sind sie gefährdet, und jetzt passiert ganz was Schreckliches. Ja. Das, was auch wichtig ist jetzt für den Herbst, das hat sich jetzt Gott sei Dank auch so entwickelt, das ist, wir sind eben nicht allein, es gibt ein Netzwerk und wir halten auch zusammen. Das heißt, es gibt einfach Austauschgremien, wo einer von den Erfahrungen der anderen profitiert, wo man auch schaut, wie kann man mit den vorhandenen Ressourcen am besten umgehen. Was wir auch erleben, ist dieses, je länger, umso sorgloser werden wir, und je länger es dauert, umso weniger ist es auszuhalten. Und das ist jetzt gerade die Urlaubszeit, wo viele unserer Mitarbeiter auch in die Heimatländer fahren wollen, wo aber genau in den letzten, seit der letzten Woche quasi, dass jetzt Risikoländer mit der Stufe 5 und 6 sind. Das heißt, es hat halt enorme Konsequenzen dann für die Rückkehr oder überhaupt für die Hinfahrt und den Aufenthalt dort. Was wir jetzt wirklich forciert haben in dieser Zeit und wo ich denke, das wirkt auch in den Herbst, das ist die Verwendung der Medien. Das heißt Zoom-Konferenzen, wir machen jetzt auch Sprechstunden über Zoom, jetzt mit der Hygienefachkraft, mit der Arbeitspsychologin, mit der Arbeitsmedizinerin, auch mit der Geschäftsführung, um da den Kontakt aufrechtzuerhalten und eben die Mitarbeiter, dass sie Fragen stellen können. Wir haben jetzt ja auch vor kurzem eine Online-Befragung der Mitarbeiter durchgeführt, ob sie sich in dieser Zeit gut unterstützt und informiert gefühlt haben. Da ist sehr viel Positives zurückgekommen, auch wirklich sehr detaillierte Rückmeldungen. Wir haben wöchentlich quasi ein Mail an alle Mitarbeiter. Was ist der Status quo? Wie sind die Verordnungen? Worauf ist zu achten? Und das ist wirklich gut angekommen. Und was ganz wichtig für uns ist, ist der Krisenstab, in dem halt 1 bis 2 sich immer am Laufenden halten zu allen Regelungen, weil da gibt es ja zuhauf, und die anderen informieren und das auch weitergeben. So haben wir auch im Unternehmen die Ressourcen gut verteilt, sodass nicht alle immer in diesen Informationsnotstand geraten. Ja, und ich denke, der Herbst wird einiges an Herausforderungen bringen, weil jeder Schnupfen, jeder Husten, so wie jetzt auch, jedes Erbrechen, jedes Fieber bei unseren multimorbiden Klienten sofort dazu führt, dass es ein Verdachtsfall wird. Und das ist wirklich schwierig, weil wir dann die Mitarbeiter sofort mit, die haben alle Covid-Notfallpakete mit, die arbeiten mit voller Ausrüstung dann, mit Schutzbrille, mit Schutzkittel etc. Und nach 3 Tagen, wenn die Testergebnisse kommen, ist meistens, Gott sei Dank, jetzt negativ. Ja, aber es ist ein irrer Aufwand damit verbunden für diese Zeit, für diese Tage. Ja, dann würde ich sagen, das ist so mein Input, der ist ein sehr praxisorientierter, ja, aber er spiegelt so das Bild auf der Seite der Mitarbeiterinnen wieder, die jetzt in dieser Zeit vor Ort ambulant, aber also mobil, aber auch stationär arbeiten, weil da trifft er das Gleiche zu, ja. Mhm. Vielen Dank, Christine Hintermeier, für diesen Einblick in die Praxis und auch die Herausforderungen, denen Sie da begegnet jeden Tag. Als dritten im Bunde darf ich nun Gerhard Breitenberger, Geschäftsführer von Diakonie Weg Oberösterreich,
um sein Statement bitten. Ja, guten Abend noch einmal von meiner Seite. Ich werde meinen Impuls dreiteilig machen. Ich starte damit, wie wir als Diakoniewerk Oberösterreich durch die Corona-Situation steuern. Frau Hintermeier, da gibt es einige Parallelen. So gesehen hoffe ich, dass wir es beide richtig machen, die Caritas und die Diakonie, dass sich die Dinge schon bewährt haben. Im Mittelteil stelle ich Ihnen ein paar Aussagen vor, die von Bewohnerinnen stammen, die wir in einer Blitzbefragung befragt haben, wie geht es Ihnen mit der Corona-Situation? Und abschließen werde ich mit dem dritten Teil, nämlich dem Resümee, wie wir als Diakoniewerk uns für den Herbst vorbereitet haben oder wie wir in den Herbst gehen. Ich starte mit der Steuerung durch die Corona-Situation. Wie uns alle hat das mit 16. März beginnend natürlich ganz plötzlich überraschend getroffen. Die Alltagsarbeit wurde schnell niedergelegt und dann ging es sozusagen mitten in das Thema Corona. Und diese Dynamik dauert bis heute an. Die Alltagsarbeit hat wieder begonnen und dennoch wird der Alltag durch Corona-Situationen durchbrochen. Was wir gemacht haben, sind für alle Mitarbeitenden aufrufbare Schutzmaßnahmen, die man nachlesen kann über unsere Homepage. Die haben wir für die verschiedenen Leistungsbereiche ausdefiniert. Die wurden einmal dicker, jetzt sind sie wieder dünner, weil wir sagen, jetzt braucht man für manche Bereiche nicht mehr so stark differenzieren. Also das ist immer im Fluss, wird ständig adaptiert. Grundsätzlich versuchen wir als Diakoniewerk schon einen festgelegten Rahmen zu halten, wonach sich Mitarbeitende orientieren können. Und neu hinzugekommen ist so circa mit April, dass wir erkannt hatten, dass es eine Differenzierung braucht, weil viele Papiere, die so vom Bundesministerium oder auch von den Ländern gekommen sind, haben viel zu wenig die Differenzierungen in den Zielgruppen berücksichtigt. Und so haben wir angefangen, ein Stück weit unsere Arbeit auf ein individuelleres Niveau herabzubrechen und haben angefangen, individuelle Risikoeinschätzungen vorzunehmen. Ich denke, dass das für uns ein ganz wichtiger Schritt in der Steuerung war, wo es auch wieder menschlicher wurde und wo wir einfach auch Erwartungen und Bedürfnisse stärker begonnen haben, in den Fokus wieder zu rücken. Und in dem Sinne hat uns ab diesem Zeitpunkt immer die Angemessenheit von Maßnahmen beschäftigt. Die Wirksamkeit, würde ich jetzt einschätzen, ist für uns in der Rückschau so, nachdem wenig oder bei den Bewohnern bislang keiner erkrankt ist, glauben wir haben es richtig gemacht, können aber natürlich nicht genau kontrollieren, welche Einflussfaktoren genau dafür verantwortlich sind. Aber grundsätzlich geht es um die Angemessenheit der Maßnahmen, die wir in den Fokus haben. Dann tauschen wir uns regelmäßig aus in einem sogenannten Corona-Board. Wir haben uns irgendwann von dem Wort Krisenstab verabschiedet, weil wir nicht 2 Jahre in einem Krisenstab sitzen wollen. Und so sitzen wir jetzt in einem Corona-Board, wo einfach verschiedene Berufsgruppen gemeinsam nachdenken, gemeinsam Fallbeispiele durchbesprechen und daraus wir wieder schauen, ob wir für die Schutzmaßnahmen was ergänzen, adaptieren, weglassen können oder müssen. Dann haben wir dieses Board auch punktuell geweitet für Mitarbeitende. Das heißt, jeder hatte die Möglichkeit, sich auch einzuladen, dazuzuschalten. Momentan, glauben wir, ist der Bedarf nicht so groß. Wenn er größer wird, dann werden wir das wieder initiieren. Und genauso haben wir begonnen, stärker mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt zu treten. Und im Arbeitsfeld Behindertenarbeit, wo es eine gesetzlich verankerte Interessensvertretung gibt in Oberösterreich, haben wir auch begonnen, solche Austauschboards zu standardisieren und da einfach unsere Maßnahmen rückzubinden mit den Menschen, die wir begleiten. Neu ist auch im letzten Monat, dass wir beratende Dienste wieder persönlich einsetzen. Das war zu Beginn der Corona-Zeit, genauso wie Besuche in den Einrichtungen persönlich, wurde das eingestellt.
Und das hat sich in den Befragungen als für die Menschen sehr negativ herausgestellt. Wir alle können ja ahnen, dass eine Beratung per Telefon oder auch per Tablet, wenn man nicht täglich mit Computer arbeitet, den persönlichen Kontakt nicht eins zu eins ersetzen kann. Das heißt, das haben wir wieder begonnen, persönlicher durchzuführen. Für unsere Mitarbeitenden haben wir spirituelle Online-Impulse geschaltet. Das heißt, da hat es immer so Gedanken des Tages gegeben, die Mut machen sollten. Und so gesehen sind das alles Beispiele für, wenn man das als Blumenstrauß begreift, wo wir immer wieder versucht haben, auf verschiedenen Ebenen Impulse zu setzen. Eigentlich immer auch mit der beabsichtigten Wirkung, ihr Menschen da draußen seid nicht alleine, wir sind da, wir sind auch in der Corona-Zeit, sind die Führungskräfte da, auch wenn sie nicht vor Ort bei den Menschen, die wir begleiten, stehen. Aber wir sind im Hintergrund da und begleiten euch. Der zweite Teil meines Impulses sind nun Aussagen von Bewohnerinnen und Bewohnern, die aus der Seniorenarbeit und der Behindertenarbeit stammen. Diese Aussagen sind jetzt von circa 10 Personen. Das sage ich deswegen dazu. Es ist keinesfalls eine repräsentative Studie oder sonst irgendwas gewesen. Es ist einfach ganz aus dem Alltag. Wie geht es Ihnen, um immer wieder Feedback auch für unsere Arbeit zu erhalten? Als besonders negative Erlebnisse haben Bewohnerinnen und Bewohner geschildert. Ich habe meinen Verlobten 2 Monate nicht gesehen. Dieses Zitat stammt aus der Behindertenarbeit, wo 2 Menschen nicht den gemeinsamen Haushalt geteilt hatten und dadurch auch für sie ein Treffen in beiden Einrichtungen gegenseitig nicht möglich war, weil es ja in Oberösterreich die Besuchsverbote gab. Ein weiteres Zitat, das Schlimmste war, die Familie so lange nicht zu sehen. Das ist ein Zitat, das ich persönlich für hochrepräsentativ halte. Das zieht sich durch, wird bei der Caritas auch so sein. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse, einfach den Kontakt zur Familie nicht persönlich halten zu können. Dann kam auch ein Aspekt dazu, so lange und so eng mit den Mitbewohnern zu leben, ist anstrengend. Die sind schon richtig lästig geworden. Dieses Zitat erinnert uns daran, dass Menschen, die in Einrichtungen leben, gezwungen sind, mit Menschen, die sie sich nicht ausgesucht haben, zusammenzuleben. Und das ist ja auch ein Teil der institutionellen oder strukturellen Gewalt, die diese Menschen erfahren und die ist gerade bei Corona-Zeiten wieder stärker zutage getreten. Schlimm war, nicht das machen zu dürfen, was man sonst immer macht, ist auch ein häufiges Zitat gewesen. Ebenso die Freunde nicht zu sehen, war am furchtbarsten. Und schließlich, ohne Arbeit war mir richtig fad. Wir haben auch gefragt, welche positiven Aspekte gibt es. Da wurde gesagt, es war schön, wieder mal viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Das wirkt jetzt komisch, das Zitat. Es gab aber auch Menschen, die von der Einrichtung in der Behindertenarbeit nach Hause geholt wurden und durch die Familie begleitet wurden. Und für diese Menschen ging es jetzt in der letzten Zeit eher darum, wie können sie wieder in die Einrichtung zurückkehren, glaubend, dass wir wieder in Normalbetrieb gehen. Aber sozusagen für sie war es angenehm, wieder mal in der Familie zu leben. Man hat wieder Zeit für Dinge gehabt, die man sonst nicht macht. Wir sind als Gruppe zusammengewachsen, die Kontakte sind intensiver geworden. Wir haben uns in der Gruppe ganz viel geholfen und uns unterstützt. Und eine Aussage fand ich ganz schön, man hat eine andere Art gelernt, sich zu begrüßen. Das gibt mir Energie. Wir alle kennen Ich kenne es von Jugendlichen, die sich mit den Füßen begrüßen oder mit den Knöcheln oder Ellbogen. Und auf diese Variante zielt das Zitat ab. Und man hat mehr Zeit für sich gehabt. Welche Gefühle sind mit den nächsten Monaten verbunden, war ein dritter Fragenkomplex. Die Angst ist groß, dass wieder zugedreht wird. Corona hat mich verändert. Früher war ich lustiger drauf und schließlich Corona macht mir Angst. Ich schließe mit einem Resümee,
das wir für uns gezogen haben und mit dem wir in den Herbst gehen. Das erste Thema betrifft den Stand an Informationen. Herausfordernd war und ist, und Frau Hintermeier hat es auch angesprochen, dieses Thema, die zum Teil sehr kurzfristigen und sehr vielfältigen Maßnahmenempfehlungen der verschiedenen Behörden, die mit uns zusammenarbeiten und uns beauftragen für unsere Dienstleistungen. Und aus diesen Maßnahmen das abzuleiten, was unser Rahmen ist, und darüber alle Menschen, die die Tätigkeit vor Ort machen in verschiedenen Arbeitsfeldern und daraus auch eine klare Information ziehen, das war und ist eine große Herausforderung. Unklar war auch mir persönlich als Geschäftsführer dabei immer wieder, ob es sich nur um Empfehlungen, wie zum Beispiel in manchen Schreiben in der Überschrift stand, handelt oder ob es tatsächlich verbindliche Anordnungen des Auftraggebers sind. Wie man dann im Text findet, obwohl oben drüber steht Empfehlung, steht auf einmal im Text, folgende Maßnahmen sind dringend umzusetzen. Und damit vermischt sich immer auch so, wo ist unser Spielraum, wo können wir Verantwortung übernehmen und wo gibt es ein klares Reglement vom Bund, vom Land, vom Auftraggeber. Die Informationen, die wir weitergeben, müssen so gestaltet sein, dass sie sowohl Mitarbeitende als auch Bewohnerinnen als auch Besucherinnen verstehen können. Es gab bis dato keinen einzigen Text, den wir erhielten, den ich eins zu eins weitergeben hätte können. Daher ist für uns wiederholende Aufklärung wichtig. Plakate geben für uns einen guten Überblick und erinnern ständig an das, was wichtig ist. Der zweite Themenkomplex im Resümee betrifft die Güterabwägung. Wir haben es mit zwei für uns ganz wichtigen Gütern zu tun. Das eine sind die Menschen- und Freiheitsrechte der einzelnen Person und das andere ist das Recht, in der Gruppe geschützt zu werden. Im Diakoniewerk sehen wir das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe für die Menschen, die wir begleiten, als wichtigen Auftrag. Die Corona-Zeit hat uns alle, aber besonders die Menschen im Alter und die Menschen mit Beeinträchtigung in diesen Rechten ganz, ganz stark eingeschränkt. Dabei gehören zumindest Menschen mit Beeinträchtigungen nicht automatisch der Hochrisikogruppe an. Es gibt auch Menschen, die beeinträchtigt sind, die körperlich gesund sind, bis auf ihre mentale Beeinträchtigung. Heimbewohner haben selbstverständlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, wie wir alle es haben. Und von daher muss der Normalisierungsgedanke leitend sein. Und daraus ergibt sich, dass viele der Dinge, die für uns in den Zeitungen nachlesbar gelockert wurden, grundsätzlich ja auch für Menschen in Einrichtungen gelten würden. Natürlich kommt gerade hier an dieser Stelle, wenn jemand sein Recht voll ausschöpft, der Gedanke der Gruppe, die dann vor dem Rückkehrer, der möglicherweise erkrankt ist oder infiziert ist, dann geschützt werden muss. Und in dieser Gratwanderung bewegen wir uns ständig, dem Einzelnen viel Freiheit, viel Recht zu ermöglichen und die Gruppe, die zu Hause von diesem Recht nicht Gebrauch machen kann, trotzdem keine erhöhten Gefahr auszusetzen. Dafür braucht es viel multiprofessionellen Dialog und Abgleich. Es braucht aber auch den Mut, für einzelne Menschen menschliche Lösungen zu gestalten. Und diese individuelle Risikoabwägung ist was, was uns weiter begleitet und was eigentlich mittlerweile unser Standard geworden ist. Wir wollen weiterhin die persönlichen Besuchskontakte ermöglichen und wir wollen, bevor wir zu etwas generell Nein sagen, immer hinschauen, gibt es nicht gelindere Maßnahmen, die das Risiko für die Gruppe minimieren und die trotzdem dem Einzelnen zu seinem Recht und zu seinem Bedürfnis verhelfen. Ich schließe mit dem dritten Aspekt im Resümee, wie wir den Menschen betrachten.
Der Mensch ist für uns ein biopsychosoziales und auch spirituelles Wesen. Und wir sind selbstkritisch draufgekommen, dass wir am Anfang uns reduziert haben auf ausschließlich die biologische Perspektive. Es ging ausschließlich darum, Krankheit zu verhindern. Und damit haben wir uns auf einmal plötzlich über Nacht mit einem Aspekt beschäftigt, den wir so isoliert, meiner Einschätzung nach 10 bis 15 Jahre so isoliert, nie mehr betrachtet haben. Und das Zurückfinden zur Ganzheitlichkeit war für uns ein wichtiger Schritt und ist es auch nach wie vor, wenn diese Gefahr noch länger anhält. Und wir verstehen jetzt gerade in dieser Phase auch auf die, insbesondere auf die psychosozialen Bedürfnisse, auf die spirituellen Bedürfnisse zu achten und darauf einzugehen. Und in diesem Sinne kann es für uns für den Herbst kein Vorgehen mehr für eine geschlossene Gruppe geben, für eine Gesamtheit, sondern nur immer das Hinsehen auf den Einzelnen in Betrachtung, was das für die Gruppe dann für eine Auswirkung hat. Und so gesehen ist unser Standard weiterhin die Einhaltung des allgemeinen Rahmens, der allgemeinen Hygienerichtlinien, des Mindestabstands. Aber es braucht ganz viel Nachdenken, ganz viel differenzierte Lösungsansätze und ganz viel gelindere Maßnahmen, dass wir die Rechte des Einzelnen wahren und ihn als psychosoziales Wesen auch begreifen. Ja, und diesen Weg wollen wir im Herbst weiter fortsetzen. Und damit ist unser Hauptziel weiterhin, dass wir individualisieren und differenzieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Gerhard Breitenberger. Ich darf Sie nun als Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich einladen, langsam Fragen zu stellen. Da ist im Moment nämlich noch recht ruhig. Haben offenbar alle ganz intensiv zugehört, aber es wäre dann die Möglichkeit, jetzt langsam Fragen zu formulieren. Zuvor möchte ich aber nochmal die Runde der drei Referentinnen und Referenten fragen bzw. ersuchen, ob es noch Stellungnahmen gibt zu was Zugehörten, ob sie einfach aufeinander Bezug nehmen wollen, ob es da Aussagen gibt. Sonst meine Frage. Ja, gerne, Gerhard Breitenberger. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Lamprecht. Ich weiß, es ist schwierig einzuschätzen oder kann es mir vorstellen, aber gibt es eine durchgängige Meinung, wie sich dieses Infektionsrisiko jetzt weiter verhält? Also Sie haben schon ausgeführt, wir warten auf Medikamente oder eine Impfung, aber wird es wellenförmig sein? In welcher Welle, von wie vielen befinden wir uns? Und wie lange wird das so wellenhaft auf und ab gehen, wenn es so ist? Das würde mich interessieren. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige, gleichzeitig auch eine sehr schwierige Frage, weil es hier unterschiedliche Unbekannte gibt, die diese Gleichung schwer zu lösen machen. Erstens wissen wir nicht wirklich, ob es vielleicht noch im günstigsten Fall zu einer Veränderung dieses Virus kommt, mit einem dann vielleicht milderen Verlauf. Das wäre ja prinzipiell denkbar, weil auch andere Coronaviren, auch andere Atemwegsviren machen Veränderungen durch. Und es wäre ja nicht immer nur eine Verschlimmerung denkbar, sondern es könnte ja auch eine Milderung eintreten. Allerdings müssen wir uns hier vor Augen halten, dass dieses Virus im Moment, wenn man das so ausdrücken darf, obwohl ein Virus kein intelligentes Lebewesen ist, sondern ja nicht einmal selbst lebensfähig ist, dass dieses Virus keinen Mutationsdruck hat. Wir sind derzeit bei vielleicht 1% der Bevölkerung, die mit diesem Virus schon Kontakt hatten. Positiv getestet sind es de facto nur 0,2%. Wenn wir eine gewisse Dunkelziffer dazu rechnen, sind wir bei 1%, aber 99% hatten noch keinen Kontakt. Das Virus kann sich noch problemlos ausbreiten und hat von daher keinen besonderen Druck, sich zu verändern. Andere Viren, die sozusagen in Einbahnen laufen, weil sie auf Menschen treffen, die schon immun sind, solche Viren verändern sich. Und dann setzen sich jene Virenstämme durch, die auch bei immunen Personen noch eine Erkrankung oder eine Vervielfältigung auslösen können. Also dieser Druck ist hier eher nicht gegeben. Daher wäre es jetzt nicht zulässig, sich darauf zu verlassen, dass sich das Virus verändern wird und eine mildere Form kommen wird. Insofern müssen wir rechnen,
dass ich weiterhin Menschen, wenn Kontakt besteht und eine Tröpfcheninfektion möglich ist, anstecken können, dass erfreulicherweise der überwiegende Teil einen sehr milden Verlauf hat, viele sogar einen asymptomatischen. Das aber, und das haben wir jetzt gelernt, nicht nur in China oder in Italien, sondern eben auch in Österreich, 5-10% der Betroffenen einen schwereren Verlauf haben. Und wegen der Wellen, nun, das hängt sehr von unseren Maßnahmen ab. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, die das bremsen, dann sehen wir eben eine Abnahme. Lockern wir die Maßnahmen, kommt es wieder zu einem leichten Anstieg. Das heißt, das können wir selbst beeinflussen. Was wir momentan sehen, ob wir es nur eine Welle nennen wollen oder nicht, aber diese Wiederzunahme im Juli ist ja nur die Folge der gelockerten Maßnahmen zuvor. Und jetzt werden wieder einige Maßnahmen ergriffen. Ein intensiviertes Kontakttracing, der Mund-Nasen-Schutz, wieder mehr Sensibilisierung für die Notwendigkeit von Abstand. Und das wird vermutlich dazu führen, dass das wieder ein wenig abflacht. Wir werden zwar wohl nicht auf einem so niedrigen Niveau einpendeln, wie das im Juni gewesen ist. Ich persönlich gehe davon aus, wir werden uns an ein anderes Niveau gewöhnen müssen. Wir titrieren, glaube ich, jetzt in einem Bereich hin, der einigermaßen gesellschaftlich, wirtschaftlich, persönlich verträglich ist und gleichzeitig medizinisch noch nicht besorgniserregend, also noch kontrollierbar. Und in diesem Titrationsprozess, in dem jedes Land einen eigenen Weg gehen muss, weil auch jedes Land andere Strukturen, vor allem im Gesundheitssystem hat, in diesem Prozess, denke ich, befinden wir uns. Und der wird auch notwendig sein, weil eben diese Herausforderung Coronavirus nicht in ein paar Wochen oder wenigen Monaten sich lösen wird, sondern uns vermutlich noch längere Zeit begleiten wird und wir so Strategien brauchen, wie wir mit diesem, mit uns lebenden Virus einfach arbeiten, leben und ein gedeihliches Zusammenleben haben können. Vielen Dank. Eine Frage auch noch an Christine Hintermeier. Was die letzten Monate jetzt was geschildert, sobald ihr welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was sind Learnings so aus den letzten Monaten? Was würdet ihr sozusagen oder was macht ihr im Herbst auch anders oder wieder gleich? Naja, im Herbst wird noch die Normalität nicht eingekehrt sein. Also wir haben jetzt für manche unserer Aktivitäten einfach andere Formate überlegt. Das heißt, jetzt für Schulungen, Fortbildungen gibt es jetzt E-Learnings, Videoclips, kurze Zoom-Einschulungen. Wir haben jetzt auch für Bewerber, weil wir ja neue Mitarbeiter auch aufgenommen haben, geschaut, wie in welchem Setting können wir die jetzt einschulen. Das heißt, wir machen auch persönliche Einschulungen jetzt wieder, aber halt nur für 3-4 Personen. Ja, was wir sicher noch weiter ausbauen, ist das ganze technische Know-how, weil sich es einfach gezeigt hat, also wir haben ja voriges Jahr schon Maßnahmen gesetzt und das hat sich jetzt wirklich bewährt, dass die Mitarbeiter alle Mail-Funktionen haben, dass auch ein Zoom am Handy möglich ist. Das ist schon wirklich gut. Also jetzt auch auf der Führungsebene gibt es jetzt auch andere Formate, wo man mehr auf mehr auf kleine Gruppen hinzielen und nicht dann Großveranstaltungen machen, also so wie es halt üblich ist. Ja. Das größte Learning, da bin ich beim Herrn Breitenberger, ist wirklich dieses individuelle Entscheiden, was ist jetzt angemessen. Also jetzt nicht in volle Panik zu verfallen, sondern zu sagen, okay, Mitarbeiterin meldet, Klientin hat die oder die Symptome, gut zu überlegen, im Hintergrund nachzufragen, welche Vorerkrankungen gibt es, hat sie schon einmal diese Symptome gehabt. Also da eher eine sehr breit angelegte Analyse vorzunehmen und dann erst zu handeln und nicht gleich sofort mit allem aufzufahren, ja. Es ist ja auch so, dass die Rettung jetzt nicht unbedingt 1450 ruft, wenn man sie holt.
Also in Wien ist es jetzt schon so, dass auch die differenzieren, auch die Hausärzte, und sehr genau überlegen, ob sie jetzt 1450 anrufen oder nicht und den Klienten zu einer Testung vorschlagen. Für die Klienten, sage ich einmal, sehe ich es jetzt so auch, die waren ja auch am Anfang, haben wir geraten, dass sie zu Hause bleiben, aber die, die jetzt mobil sind, die begleiten wir auch, und wenn jemand einkaufen gehen möchte, dann soll er das auch mit der Mitarbeiterin machen. Also das ist, es ist kaum möglich, dass jemand wirklich, für die ist es so wichtig, dass die mal rauskommen. Ja? Das ist schon eine schwierige Sache, wenn man über Wochen dann in einer Wohnung sitzt und nicht raus kann und nicht sieht und keinen Besuch bekommt. Ja? Im Pflegeheim ist ja so, dass da gibt es ja immer eine Gruppe, die da ist, ja, was hier zu Hause nicht der Fall ist. Also das ist ja ganz eine schlimme Situation für manche. Und im stationären Bereich, denke ich mal, werden wir mit den Besuchsregelungen sicher auch differenzierter umgehen. Also im Palliativbereich war das ein großes Thema, gerade bei Menschen, die jetzt in der Sterbephase sind, auf der Palliativstation, wo dann nur quasi eine Person als Besucher zugelassen wurde. Das war auch sehr hart. Das ist auch jetzt, wird auch individuell jetzt anders gelöst, damit auch eine größere Gruppe auch zu Besuch kommen kann. Danke. Ich darf an der Stelle noch einmal erinnern, Fragen zu stellen. Die Möglichkeit besteht nach wie vor. Ich darf jetzt noch eine Frage auch an Dr. Lambrecht richten. Sie haben vorher von Rezepten für den Herbst gesprochen oder für die nächste Zeit. Gibt es noch Rezepte, die wir noch nicht kennen? Nun, was jedenfalls eine Rolle spielen wird, das ist die möglichst gute Vorbeugung gegen die Grippewelle. Und wer da in seinem Umfeld Menschen hat, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Grippeerkrankung oder auch einer Covid-19-Erkrankung kennt, der könnte diesen Personen raten, dieses Jahr, diesen Winter, die Schutzimpfung gegen die echte Grippe in Anspruch zu nehmen. Das ist eine Impfung, die in Österreich seit vielen Jahren angeboten wird. Der Zuspruch ist eher begrenzt. Wir hatten in den letzten Jahren selten 10% durch Impfungsrate. Würden das etwas mehr Menschen in Anspruch nehmen, glaube ich, könnte man auch Spitäler und auch Betreuungseinrichtungen etwas entlasten und würde auch für die Covid-19-Situation hier einen Beitrag leisten können. Ich weiß, dass Impfungen prinzipiell immer sozusagen natürlich auch kritisch von vielen gesehen werden, aber diese Impfung würde ich jedenfalls persönlich Menschen ans Herz legen, die das Risiko für einen komplikationsbehafteten Verlauf entweder der Influenza oder von Covid-19 tragen, weil zwar eine Schutzimpfung keine Garantie ist, diese Erkrankung nicht zumindest in einer abgemilderten Form auch bekommen zu können, aber jedenfalls einen Schutz teilweise bieten kann und damit das Risiko für schwere Komplikationen wie zusätzliche Infektionen, längerer Krankenhausaufenthalt reduziert werden können. Daneben wird man sich im Herbst bemühen müssen, dass die Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder nicht reflexartig immer dann geschlossen werden, wenn irgendwo regional mehr neue Infektionsfälle auftreten. Das wird wichtig sein, aber da wird man auch die Sicherheit gewinnen müssen, inwieweit Kinder und Schulen hier eine Rolle in der Infektionskette spielen. Wir wissen, dass Kinder, das ist sehr erfreulich, sehr selten schwer erkranken und dass Kinder in vielen Fällen nur milde Verläufe haben und dann, wenn sie sehr milde Verläufe haben, auch nicht als besonders starke Überträger in Betracht kommen. Aber auch Kinder können erkranken und auch Kinder können es übertragen. Und daher wird es auch da eine Abwägung brauchen, in welchem Umfeld bewegt sich ein Kind, sind vielleicht Personen mit besonders erhöhtem Risiko in diesem Umfeld und können diese Personen selbst sich gut schützen. Ich denke, wir werden im Herbst eines der wesentlichen Rezepte haben, nachdem es nicht mehr den gesamten Umgebungsschutz der Bevölkerung gibt, dass sich jene Menschen, die diesen Schutz aber besonders brauchen, noch mehr hier mit Eigenverantwortung
durch diese Monate begeben, indem sie dann Selbstschutzmaßnahmen ergreifen, die vielleicht nicht von allen in ihrer Umgebung in gleicher Intensität wahrgenommen werden. Das heißt, Menschen mit Begleiterkrankungen, Menschen in höherem Alter, sollten vielleicht dann soziale Kontakte eine Spur mehr reduzieren als andere Menschen, die weniger Gefahr für einen komplikationsbehafteten Verlauf haben und sollten vielleicht einen Mund-Nasen-Schutz konsequenter tragen, als es andere tun. Hier hat man selbst etwas in der Hand und das sollte man dann auch zu seinem Vorteil nutzen. Vielen Dank. Offenbar kommen kaum Fragen herein oder gar keine. Entweder funktioniert das heute nicht rein technisch oder es werden einfach keine Fragen gestellt. Damit möchte ich nochmal in diese Runde sozusagen nochmal einladen. Gibt es Fragen sozusagen der einzelnen Referentinnen und Referenten an jeweils Kollegen, Kolleginnen? Ja, Gerhard Breitenberger, bitte. Es gibt auch noch einmal eine sehr Frage, Herr Dr. Lamprecht. Und zwar, was uns als Dienstgeber sehr beschäftigt, sind sehr sorgsame Mitarbeitende, die in vielen Häusern gibt es irgendeinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die jemand kennt, die ein Kind hat, das positiv getestet wurde oder aufgrund der Klasse unter Quarantäne gestellt ist. Und was ist Ihre Einschätzung, wenn man als Dienstgeber sorgsam handeln möchte, in welchem Kontaktkontinuum, also über 3-4 Stufen geht das zum Teil. Ab wann macht es wirklich Sinn, dass wir sagen, ein Mitarbeiter soll zu Hause bleiben, bis wirklich er getestet ist und in der ganzen Kaskade die Testergebnisse vorliegen? Da gibt es aus meiner Einschätzung nach bei vielen Führungskräften Unsicherheit. Ja, ich denke, dass die behördliche Absonderung möglicherweise in einigen Monaten in dieser Form nicht mehr zu halten sein wird, vor allem dann, wenn es mehr Fälle gibt und wenn man vermeiden möchte, dass es noch einmal in Richtung eines zweiten Lockdown geht. Ich nehme an, dass sich, aber das ist dann eine Entscheidung, die im Bund zu treffen sein wird, dass man bei dieser Kontaktpersonenregelung auch gewisse Lockerungen wird wahrnehmen müssen im Sinne von mehr Eigenverantwortung. Das heißt, wenn Menschen tatsächlich irgendwo Kontakt hatten, vielleicht sogar teilgeschützt durch einen einfachen Mund-Nasen-Schutz. Es könnte auch ausreichen, sich selbst in der Folge sehr genau zu beobachten, auf Symptome zu achten, auf strikte Händehygiene zu achten, nur mit Mund-Nasen-Schutz zu arbeiten, statt unbedingt und zwingend für ganze 14 Tage abgesondert zu sein. Aber das wird individuell zu prüfen sein, denn es macht für mich einen großen Unterschied, ob das jemand ist, der potenziell angesteckt ist und in einer Betreuungseinrichtung oder in einem Krankenhaus arbeitet mit Menschen, die ganz besonders schutzbedürftig sind, oder ob das jemand ist, der vielleicht in einem Beruf ist, wo er nicht eine solche kritische Situation vorfindet und nicht viele Menschen um sich hat, die das erhöhte Risiko für einen komplikationsbehafteten Verlauf haben. Also ich denke, dass man im Gesundheitssystem und in den Betreuungseinrichtungen bisher gut daran getan hat, eher großzügig zu sein und Risiko zu minimieren. Möglicherweise wird man das aber nicht für alle Berufsgruppen in den kommenden Monaten gleich handhaben müssen. Ich denke, hier kann man differenzierter vorgehen. Mediziner machen gegenwärtig bereits entsprechende Vorschläge, die dann von den politisch Verantwortlichen geprüft werden. Und möglicherweise wird sich der ein oder andere dann auch niederschlagen und Anwendung finden. Vielen Dank. So, jetzt kommen die Fragen der Reihe nach herein. Ich darf als erstes eine Mitarbeiterin im betreubaren Wohnen bitten, ihre Frage zu stellen.